Oh, hallo, liebe Vollwas, Vollerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, Abonnenten, Abonnentinnen, Damen und Herren, Kinder und Jugendliche. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Hier ist euer Justus König, bekannt als Indiana Jones der Abenteuer oder Captain America. Und heute bin ich hier in Würzburg unterwegs. Aber heute ist hier in Residenz was Besonderes, weil hier wird die Vorbereitung eines Filmes gemacht von RTL, nämlich Sissi. Und die werden dann hier, dann, wenn das Museum zumacht, abends irgendwie filmen und bauen gerade Lichter auf, das innen drinne nice filmt, dass es ausschaut, wenn es tags wäre. Ja, ist halt so, man kann halt wahrscheinlich, wenn es das Museum offen ist, kann es halt nicht drehen. Wahrscheinlich irgendwann ein von den Filmdirektoren, keine Ahnung, der hat es mir gesagt, mich gefragt. Also hier wird gerade Sissi gedreht. Also ist gerade eine Vorbereitung, heute ist Montag, habe bis dazu gearbeitet, bin eigentlich weiß in Würzburg unterwegs. Die Cousine war bei Schwarz, aber jetzt bin ich gerade hier zurück, weil ich musste zurück mit dem Auto zurücklaufen. Maske vergessen. Und da habe ich einen gefragt, was da los ist. Ich habe erst gedacht, Veranstaltung, weil der mal hier verstanden. Nein, Filmdreh. Also deswegen haben wir schon irgendwas hier gedacht. Schon Film. Da kann man. Also hier wird gerade Verwandlung eines Films gemacht. Und das könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Anschauen, Film ab und Action, sagt euer Justus der Abenteurer. Ich habe ja mit ihm unterhalten, weil ich mache ja auch Filme und interessiert mich, wie ich das hat auch gesagt, hat schon mal einen Film gedreht. Also mit Kameras kann man auch Filme drehen. Also mit Handys, sind ja auch schon Filme. Also, ich habe dem einen YouTuber gerade gezeigt und der guckt sich das auch mal an. Das kann voneinander auslügen. Und das ist die Residenz. Hat auch gesagt, das ist eine sehr schöne Stadt. Ich komme aus Würzburg, ja, sehr schöne Stadt. Ja, ich habe gesagt, hier ist ja auch, jetzt ist schon mal das zweite Film hier gedreht worden. Nicht nur Sissi von RTL jetzt gedreht worden, sondern auch 2010 die drei Musketiere. Warte, hier, die Residenz, wo ich jetzt gerade bin, war dann für das König Ludwig Schloss oder Ludwig Schloss, war das gedacht. Also war es dargestellt und da wo ich war, waren halt die ganzen Soldaten und hier ist so ein Zeppelin gelandet. Klar wird das mit Greenscreen und irgendwie heißt umgearbeitet oder mit Babeln. Das ist auch aus als König Ludwig Schloss. Und naja, und die Feste in Marienburg oben war im Film auszusehen bei drei Musketiere 2010 als das Packing Ballast. Wo sie das dann hingehen, haben sie auch ein paar Sachen gedreht. Jetzt drehen wir die Kamera rum, das kann ja selber sehen. Dreharbeiten von Sissi in den Start. Da ist halt der Trailer, da kommen die Kameras. Und heute drehen wir alles mit dem Handy. GoPro habe ich zu Hause gelassen. Ich schalte einen anderen Modus um. Da ist das schöne Ding. Da wird es gerade vorbereitet. Da wird mit dieser Kräne, die Lichter, die Strahler neigestrahlt, so dass wenn sie abends drehen oder Dunkelheit ausschaut, wenn es noch dark wäre draußen. Lustig, Buchbinder. Den Beruf kenne ich. Ganze Strahler. Hm.
Ja. So. Lauf auf Erde. Auf Keller. So. Na, heute ist Drehtag, heute Montag und um 22 Uhr wird hier gedreht. Sissi von RTL. Und dann könnt ihr später sehen bei RTL. Dann könnt ihr selber erkennen: Schloss. Neue Folgen Sissi. Cool. Also, cool. Leute, also lauf gerade zur Distanz zurück und ich habe auch gerade nachgeforscht in der Net. Also das sind halt die geheimen Dreharbeiten, wo es gibt vor drei Jahren so reingeschrieben, mein Post und sowas schreibt hier Depp und Strauch, RTL, dritte Serie, Sissi, gelebt hat und sowas, ja, oder auch Google. Sissi wird in Würzburg, Sissi wird in der Residenz in Würzburg gedreht. Ja. Da steht auf einmal mit Netflix und RTL dreht die Serie von Sissi. Und das wird dann nächstes Jahr, soll es dann 2022 oder dieses Jahr auch entscheiden. Auf RTL, keine Ahnung, das kann man viele dann lesen. Jedenfalls ist RTL die neue Auflage, das ist die Serie. Und das ist gut auch super und super und gut. Aber ja. Nicht nur das erste Mal ist der Drehort, sondern hier hat schon Hollywood schon mal gefilmt. Wie gesagt, die drei Musketiere hat hier Hollywood gefilmt. Ja, und gesagt, irgendwas hat man gelöst. Man hat 300 Komparsen gesucht für den Sissi. Verfilmung. Neuverfilmung. Also ja. Da hat drinnen halt, wir haben 2020 hier gedreht. Ein Schloss, ein wunderschönes Schloss. Es wurde alles geheim gehalten. Dreharbeiten. Das ist Gott sei Dank geheim, das weiß ich schon fest. Ja, alles sind drinnen. Etwas ist wunderschön. Wir wollen irgendwann wieder dunkel. Ja. Das sind halt die verbreiteten Dreharbeiten. Da ist noch aufgebaut, Bühnen, Security ist da, passt auf. Noch heute abends geht's dann los. 22 Uhr. Dann wünschen wir denen allen noch viel Erfolg und viel Glück bei den Dreharbeiten von Sissi. Oh. Mann, ist auch hier so viel los. Vielleicht wieder am Grün. Guck, da ist der Barplatz halber gesperrt. Für die Dreharbeiten. Dann müssen die Equipment hinstellen. Oh, da wird schon Licht gemacht. Und so wird dann die Nacht zum Tage. Mit diesem hellen Licht.
steht ja auch Kamera. So, 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 so. Und heute Nacht zum Tage. So kann man nachts hier drehen, 22 Uhr, und es ist Tag, also nur Trick. Alle denken, es ist Tag. Schönes Schloss, Residenz. Soll ein Nachbar aus König Ludwig-Schloss sein. Ja, Leute, hätten. Wird schon alles vorbereitet, sieht man ja. Für CC-Filmen, in drin gedreht wird, um 22 Uhr, ist ja draußen dunkel. Und es soll hier drin auch hell sein. Also wird mit irgend so künstlich so das Sonnenlicht gemacht. Mit einem Strahler. Alle Strahler können echt brauchen, wenn man für Buchreden dreht, nachts. Oder Höhlen besucht wieder, in der Fläche Schweizer, sonst was. Nachts von dran. Ist echt ein cooler Strahler. Macht alles richtig hell. Und da liegen die Teppiche. Sissy wird gedreht. Und zur Information, diese Residenz wurde 1945 im Zweiten Weltkrieg mit Würzburg bombardiert, zerstört. Man hat die Decke irgendwie abgestürzt und alle Kutschwerkstücke weit rausgebracht, versteckt. Und dann war die Stadt, die Residenz, kaputt. Kaputt. Und ja, das Schloss wurde zerstört. Verbrannt, dann aufmauern, es wird alles wieder hergerichtet. Alles wieder repariert. Hergerichtet. Ich will nur sagen, der liegt sich da oben an, weil der im Moment für der Sisi-Film gerichtet, weiß ich gedreht doch. Und damit die Intrin Angst nicht haben. Nicht im Moment? Ja, die haben gesagt, die Intrin drin wird gedreht. Also 22 Uhr. Draußen, aber drinnen nicht. Doch, drinnen, das war drinnen, er hat gesagt, da drinnen wird jetzt gedreht, und da brauchen wir das Licht. Ja, ist ja. Damit drinnen hell ist. Ja. Ich habe ihn gerade gefragt. Da wird da drinnen gerade gedreht, sagt die Cousine war mal schwarz. Wir haben 17 Uhr rum. Ja, so kann man halt Tageslicht machen. Es ist jetzt dunkel, ja klar.
Heute Abend 22 Uhr, keine Ahnung, wie wird es hier gedreht? Jetzt wird es gedreht, heute ist der erste Drehtag und gedreht. Und morgen sind sie weg. Also, wie heißt der Würzburg? In Google Maps, in Google als Suchmaschine-Information, Sissi wird hier in Würzburg in der Residenz gedreht. Ja, und die Residenz. Und da vorne kommt die Kutsche raus. Ey, du hast eine Uhr? Ja. Ich muss bezahlen, muss rausfahren. Und da vorne kommt die Sissi-Kutsche raus. Da vorne kommt die Sissi-Kutsche raus. Ach so. Na, dann macht man so das Ding. Ja. Hallo, du hast da. Die holen gerade die Sissi-Kutsche raus. Ich muss rausfahren. Mhm. Naja, das weiß ich nicht mehr. Da siehst du, das ist die Kutsche raus. Ach so, da. Komm, das ist die Kutsche raus, guck. Ja. So, Substanz. Was ist jetzt diese Kutsche? Ja, sie haben ja gesagt, dass das gedreht wird oben. Da kannst du es oben machen, ne? Oh, das ist die Kutsche von Sissi. Klasse. Schön ist es. Da ist jetzt dieses Zeug drin. Mhm. Schalte wieder um auf normal. So ist es ganz schön. Denk dran an die Schaltuhr. Ja, dann zeige ich schon dran. Hä? Da ist das drum. Das ist so da, wie es gedreht wird. Das ist das süße Kutsche von hier. Mhm. Ja. Und was vor drin. Du musst hier auch so ein bisschen, so. Ja, ich wollte ein Foto machen. Die Kutsche. Das hat die gerade rausgeschoben. Machen wir mal ein paar Fotos? Nee, wir müssen es rausfahren. Ja, dann halt fahren wir. Nein, wir müssen es rausfahren. Ach so, ja, stimmt ja. Da ist es uns. Nicht die Kutsche. Habe ich doch. Und diese Kutsche muss ich doch wieder einfangen. Ich hab sie doch. Nein, du musst sie auch zurückführen. Hä? Was jetzt? Ich mach das so. Zoomen. Mal vor, größer. Ist egal. Sie fahren jetzt raus. Jetzt ist eh jetzt weg. Jetzt geht sie weg, jetzt geht sie weg, jetzt geht sie weg. Wir machen jetzt andersrum, Mut. Hä? So. So, Leute, geht auf mich zu. Ach, ist so. So, Leute, danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir sehen uns bald wieder. Sagt eure Lust auf der andere. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Abonnenten, Abonnentinnen, Vollwas, Vollerinnen, Damen und Herren, Jugendliche und Kinder. Das war der Sissi-Kutsche und alles. Und guck ein paar Bilder und Bands uns mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Lust ist der andere. Ende over, müsst ihr rausfahren. So. So. Wir können ja mal kurz vorbeifahren und dann das Sissi-Kutsche sehen. Ja, toll. Aber erst anschreien. Rausfahren. Lass uns heute vorbeifahren. Oh. So, und dann kannst du jetzt rechts nach Sissi Kutsche suchen. Guck, da kommen noch mal Teile raus. Ja, wo ist der Wagen? Wo sind. Ja, das Bett wird aufgebaut. Ja, siehst du? Jetzt kannst du. Jetzt, wo fehlen dann die Pferde? Die kommen auch noch. Ja. Früher kann man nach hinten. Na so hinter. So kannst du runter. Oder hinter? So? Dann sieht man es auch noch. Deswegen. Ja. Ja. Was drauf? Oh.
112 runter. So. Umschalten. Was funktioniert? Du zock. Was willst du denn jetzt an? Das verstehe ich sowieso nicht. Schön wird's einfach. Da sind die Lichter. Du ziehst einfach dann wieder guck. Da drauf drücken. Ja, hast du doch. Dann filmen wir das noch. Guck da, ein bisschen reinleuchten. Und ausmachen? Das war's. Jetzt kommen mal Bilder von den Aufnahmen. Cousine Barbara Schwarz hat die Kamera jetzt bedient, zu helfen. Also nochmals, das ist jetzt das Ende des Videos. Richtig Ende, richtig Ende. Es war nochmal zu voll noch, weil die Kutsche draußen rausgeholt haben. Es ist das richtige Ende des Videos. Und Bilder kommt jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und das Filmteam wünscht mal viel Spaß beim Drehen von Sissi, die neue Film von RTL oder Netflix, wie es heißt. Und viel Erfolg für ihre Serie Sissi, Filmung, dass sie Erfolg haben, viel Spaß haben. Gell, Cousine Barbara Schwarz? Ja. Du bist ja Sissi-Fan, wie findest du es toll, wenn RTL diese Sissi-Serie neu dreht? Super. Du magst das Sissi? Ja, es war. Irgendwas war so schön romantisch. War. Ja, und ein Schloss wird gedreht. Und irgendwas machen die mit der Kutsche. In denen war die Kutsche drin. Jedenfalls, es war für mich interessant. Andere Orts zu sehen, live. Jetzt hat er gerade Vorbereitung gelassen. Meine Cousine hat gesagt, er hat einen gefragt, und er hat gesagt, du im Radiomoment, wir haben jetzt 17.32 Uhr, 23,5 Grad, haben im Moment gerade drinnen gedreht, gell? Ja. Hat einer gesagt, dass wir im Radiomoment gedreht und brauchen Licht. Ja. Und wir haben gesagt, dass wir 22 Uhr gedreht haben, dass drinnen Licht brauchen. Keine Ahnung, vielleicht bist du. Also, es ist halt, dass wir mir gesagt, wenn das Museum zumacht, dann können die drinnen drehen. Und die brauchen drinnen Tageslicht. Es soll draußen, es soll hell sein, Tageslicht, und das wird mit den Scheinwerfer gemacht. Und die Scheinwerfer könnte man auch gut benutzen für meine Dreharbeiten, für Bokere nachts oder Höhlen und so. Ja, also, das war's heute am Montag. Schönen Tag noch. Ende der Aufnahme, Bilder bitte kommt jetzt. Aus? Ja. Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Ticken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch manchmal schief, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nur blau, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst, spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterwegs. Zusammen sind
fünf Freunde.